Peng! Hello! Wie jetzt? Was? Good Tag! Pass mal lieber auf. Willkommen zurück bei Assi TV. Nicht so eine Muschi-Scheiß-RTL, Alter. Komische zum Fernsehen. Ja. Cool. Nein, du brauchst erst ein bisschen Tee zur Beruhigung. Hä? Verstehst du nicht? Ich auch nicht. Nee. Ist alles gut. Ja, ich bin gerade hier am Wendeltreppen bauen und irgendwie habe ich hier einen sehr hohen Adrenalinspiegel, weil ich ständig das Gefühl habe, ich fliege gleich runter. Dann ist das halt so, ne? Das Schicksal ist halt eine böse Sache. Nein, mag ich nicht. Ich mag nicht sterben. Und vor allen Dingen bin ich, glaube ich, derjenige, der schon am öftesten gestorben ist. Am öftesten? Ja, ich habe es auch gerade gemerkt. Ja, aber wir sind ja auch heute am Assi. Am meisten gestorben bin. Aha. So besser? Das lassen wir nochmal durchgehen, Kollege Schnürschuh. Wir dürfen doch heute so... Ach so, ja! So scheiße stimmt, labern. Also, wo sind jetzt die Gegners? Die Gegners? Ja, die können wir mit unseren Homies ficken, Alter. Hallo? Nicht so schlimme Wörter. Da ja. Waren wir schon 8 Uhr durch, oder? Ja, ich weiß ja nicht, wann der Chris das hochlädt. Ist mir egal, der ist eh ne Bitch. Jetzt geht's aber los hier. Stimmt, aber du. Was geht los, hä? Was geht los da rein? Der Chris wollte Hölzerchen haben, aber will er anscheinend nicht. Doch! Aber ich weiß aber noch nicht, ob ich sie wirklich brauche. Doch, nein. Ich hab noch. Aber ohne Witz, ihr müsst euch mal New Kids angucken, die sind auch geil. Was ist das? Erzähl. Ja, die haben halt damals angefangen mit so kleinen Mini-Folgen, so 2-3 Minuten gingen die immer nur. Mhm. Aber irgendwann sind die halt ein bisschen populärer geworden, weil das halt gut ankommt und dann... die haben ja mittlerweile 2 Kinofilme gemacht, ne? Ach so, aber die sagen mir gar nichts. New Kids Nitro und New Kids Lebo. Aha. Ja, die haben so... Wobei sagen muss, die Soundtracks zu den Filmen sind echt cool. Die haben so Fukuhila-Frisuren. Ja, genau. Kennst du die echt? Ja, aber ich habe die Filme noch nie geguckt. Ach, ich glaube jetzt... Lustig. Ich glaube, ich weiß, was du meinst. Sind das die immer so Bier... also ständig irgendwie so Bierdosen. Ja, genau. Und dann so, immer, hey, komm mal her, Junge. Genau. Ja, das sind so mega Prolls einfach, ne? Entschuldigung. Kein Problem. Das sind ja die 10, wo dann, das ist aus diesem Minifilm, wo der eine Typ dann halt, wo er denkt, die Bullen wollen sein Haus umstellen, dann kommt er aus der Haustür raus, mit dem Handtuch um die Hüfte und macht so einen Judo-Kick. Und dann fällt das Handtuch weg und dann gucken sie alle, komm mal her, Junge, komm mal her! Ich glaube, das ist nichts für mich. Alle gucken auf seinen Pimmel drauf und sowas, ah, das ist total lustig. Okay. Ey, das ist total lustig. Pimmel gucken. Ja, Du bist wohl jemand, der sich gerne Pimmel anguckt. Es war nur eine Feststellung. Ja, ist okay. Merken wir uns. Du weißt, wo du wohnst, ey. Ich weiß, wo dein Haus wohnt. Gar nicht. Wie du lügst. Ich hab Kollegen, die hacken dich. Der war gut. Ich weiß. Ich fand den auch sehr schön. Ich bin sehr gespannt darauf. Ah. Ich freue mich. Tja, was muss ich jetzt? Jetzt mach ich mal Binas Haus kaputt. Wo ist das? Ja, trau dich nur. Komm her. Nur her, mein Freund.
Gibt's direkt auf die Fresse. Ey, so nicht. So, ah, das funktioniert. Ja, außer vorhin habe ich gemerkt, ich habe noch was vergessen. Nee. Und zwar meinte der Dieter nur, Assis gucken sich im Fernsehen Assis an und sagen, ey, Assi. ja, das stimmt. So war seine Wortwahl, deswegen kam mir das ein bisschen noch zu langweilig vor. Und dann freuen sie sich, oder was? Ja, ja, ich weiß dass, es sie, nicht. Dass sie selbst nicht so assig sind. Guck mal, wie assig der ist. Und so ja, dumm auch. Vielleicht sind wir ja genauso. Vielleicht. Wir? ja. wir. Kaputt machen. Nee, Spaß. Naja, ihr müsst einfach mal mit Markus zusammen League of Legends spielen. Oh, das ist cool. Dann könnt ihr sehr viele Schimpfwörter lernen. Boah, ich habe letztens was Lustiges gesehen. Ich habe ja bei League of Legends, da gibt es ja diese Shurima-Wochen waren ja vor ein paar Tagen noch, ne? Ja. Und da gibt es ja mal so Summoner-Icons, die kannst du freischalten, indem du Shurima spielst. Aha. Und irgendwie hatte ich das Gefühl, mir fehlt ein Icon, deswegen habe ich den Riot Games Support angeschrieben. Okay. Da habe ich eine Rückmeldung bekommen. Dann schreibt die Person so, ich weiß nicht, ob es männlich oder weiblich ist. Ich würde schon fast tendieren auf weiblich. Ja. Dann schreibt zurück von wegen so, ja, musst du dich nochmal neu einloggen, bla bla, vielleicht ein Passwort ändern oder so, dies und das. Und dann zum Schluss tüdelü. Und ich auch dachte, okay. Habe ich zurückgeschrieben, ja, danke, hat geklappt und echt geiles tüdelü. Da hatte ich auch mal mit bei WoW mit einem GM mal so eine extrem lustige Konversation. Also geschriebenerweise halt. Da habe ich mich echt kaputt gelacht. Der hätte Komiker werden sollen. Und das Beste war, er hat mein Problem nicht gelöst, aber ich war trotzdem zufrieden. Ja, das ist Taktik, ne? Ja. Aber jetzt bewerfe ich wie die Biene hier. Ey, wie krieg ich denn hier einen Erdblock grün? Gar nicht. Toll. Das muss wachsen. Also wenn du eine Stufe machst. Markus, bist du bei der Bina? Hast du das Holz dabei? Dankeschön. Voll lecker. Was habe ich? Das Holz dabei. Für Bina oder für dich? Für mich. Ich bin mal Bienchen, ja. Und der denkt immer nur an sich. Ich habe da gerade ein bisschen was von meiner Hühnerzucht abgegeben. Cool. Es geht nichts über Chicken Wings. Aber bitte nicht von McDonald's. Nee, von KFC, wenn schon. Bleh. Kannst du den Scheiß echt fressen, ey? Nein, bei KFC esse ich nichts. Warum nicht? Alter, das ist einfach nur Pampe. Weil ich KFC nicht unterstütze. Ach, du meinst wegen der Massentierhaltung? Richtig. Ja, aber die schmecken doch trotzdem lecker, auch wenn sie in der Masse gehalten werden. Genauso wie ich absolut nichts von Wiesenhof kaufe. Du darfst aber auch nichts von Nestle kaufen, ne? Ich kaufe auch nichts von Nestle. Ja, aber dann wird's schwer. Dann wird's echt schwer, weil Nutella ist glaube ich, auch von Nestle, oder? Nutella ist von Ferrero. Ja, und Ferrero gehört zu Nestle. Ja, eigentlich gehört alles zu Nestle. Genau. Ja, siehst du, dann darfst du nichts mehr essen. Dann kannst du dich von Gartengemüse ernähren. Da muss ich ja jedes Mal extra gucken. Aber die Produkte, wo ich sehen kann, wo ich weiß, die sind von Nestle, das ist ja ein Riesenuniversum, Nestle. Das kann man ja teilweise gar nicht nachvollziehen, wer da alles mit drin hängt. Alles. Aber bei den Produkten, wo ich es weiß, die kaufe ich nicht. Und dann, McDonald's hat ja vor kurzem offen und ehrlich zugegeben, dass sie jetzt Gen-Mais gefütterte Hähnchen verwenden. Für die Chicken Wings. Heißen die Chicken Wings? Ja, ich glaube schon. Nee, Chicken Wings hat nur Chicken Burger McNuggets, King. Genau. Ja, die Nuggets, ja. Auf jeden Fall finde ich das. Naja gut, das ist ja auch okay. Da steht ja nirgendwo drauf, dass das Bio ist, oder? Ja, nein, genveränderter Mais als Futtermittel ist in Europa nicht erlaubt. Und solches Fleisch darf eigentlich auch nicht verkauft werden. Aber komischerweise sagt McDonald's, wir machen es trotzdem. Und irgendwie gibt es da keinen Aufschrei.
Also ich weiß jetzt nicht, wie da der Stand der Dinge ist, aber ich habe das irgendwie gehört. Es gibt viel Schlimmeres, glaub mal dran. Es war mal so eine Zeit lang, da haben die ja in Deutschland die ganzen Sachen produziert, ne? Und dann kamen ja so ein paar Richtlinien dazwischen und dann haben die einfach gesagt, ja gut, dann packen wir unsere 7 da und produzieren es im Ausland und importieren es wieder. Tschüss. Genau. Genauso. Haben ganz viele so gemacht. Was auch total pervers ist, ja, es werden Krabben aus der Ostsee nach Spanien mit dem LKW, mit dem Kühl-LKW gefahren, werden da gepoolt und werden dann mit dem LKW wieder zurück in die deutschen Supermärkte gefahren. Ja. Weil es billiger ist. Ja. Ach du Scheiße. Und da wird halt einfach mal so eben Diesel ohne Ende verfahren. Da lobe ich mir doch Fehmarn, da wird alles live vor Ort geschlachtet und ausgenommen. Boah, guckt euch mal die Wendeltreppe an, die schaut cool aus. Was für eine Wendeltreppe? Wo denn? Ja, hinten im Berg da. Oh mein Gott, ein Zombie, hau ab. Wo? Frisch Staub, du Sack. Siehst du, Bina? Was lachst du? Wo ist eine Wendeltreppe? Ja, da hinten. Ja, wo? Ich sehe da auch nichts. Dieses Blaue oder was? Nee. Na, in dem... Das sind doch die Berge mit den Einbuchtungen oder wie man das auch immer nennen mag, die Löcher. Ja. Und da, wo das Sprungbrett ist und dahinter das Loch, ja, da geht die Wendeltreppe innen drin rauf bis zum Berg. Seht ihr es nicht? Diese Zacken so. Ja, lass einfach mal hinlaufen. Wer ist damit? Ja. Aber ich sag mal so, wenn du heutzutage auf irgendwas... Alter, hast du gesehen? Was? Wie der Golem gerade das Skelett hier weggebasht hat. Ja, wir brauchen mehr Golems. Voller Massenmörder hier. Seht das jetzt? Immer noch nicht. Warte, ich gucke. Ah, doch, da, ja. Schaut aus wie ein Bohrer oder so. Ja, als hättest du da reingebohrt. Ich bohr normalerweise nur in der Nase. Voll assi, ey. Ja, voll assi, oder? Und dann packe ich sie und schnipp sie gegen die Wand. Achso, ich dachte, das wäre eine Mitmenschen. Geil. Oh, da hatte ich einen in der Klasse mal, ja? Ey, der hatte... Ey, das kann jetzt nicht wahr sein, oder? Lasst uns mal bitte schlafen gehen. Wie bitte? Lasst uns mal schlafen gehen, bitte. Warum? Wir sind schon längst einen Schritt voraus, Kollege. Okay. Warum? Was ist denn passiert? Ein Creeper ist explodiert. Wo? Ja, meinst du, wenn du jetzt schlafen gehst, wird's besser? Ja, aber die kommen wenigstens nicht nochmal. Wo ist er denn explodiert? Oben beim Nether-Portal. Also nicht innerhalb der geheiligten Mauern. Okay, dann ist alles in Ordnung. Da müssen übrigens noch Türen rein. Alles okay. Hä, wie kommt jetzt der Golem hier rein? Ja, es ist einer im Garten und einer hier in der Bude. Ah, du hast noch einen gebaut. Sehr schön. Ja. Die Bina denkt halt an alles. Richtig. Die Golem-Verteidigung. Ja, aber das ist eigentlich echt nicht schlecht, die Idee. Ja, also ja, wobei, da muss man sich überlegen, wenn ein Golem mit einem Creeper verkloppt, explodiert er dann auch? Das ist eine gute Frage. Ahnung. Kein Plan. Weil das wäre dann nicht so schön, wenn er an unserem Haus rumgammelt. Naja, aber die sind trotzdem schon ganz cool unterwegs. Boah, mit einem Schlag. Ah, nein, ey. Alter. Der Chris macht wieder alles kaputt, ey. Ja, es ist furchtbar mit dem. Guck mal, Chris, da kommt das noch einer. Da ist noch einer. Ah, geh weg. Den hol ich mir. Yeah, der ist tot. Ja, ich weiß. Wieder mal aus. Ich weiß, du bist der Beste, ich bin doof. Ja, das haben wir doch schon längst erörtert, oder nicht? Ja. Und das war meine Mauer! Oh. Jetzt sag ich. Da haben wir ein bisschen was dahingelegt, das fand ich viel. Ey, das war's. Was war das denn? Wo war das? Der war hinter mir auf einmal. Ja, genau, so wie bei mir gerade. Und hier sind auch schon wieder zwei, die hinter mir her sind. Wo kommen die alle her?
könnte kotzen, ey. Ah. Wo hat's den erwischt? Ach, hier. Oh, da ist noch einer. Ey, nein, Alter. Ey, was treibt ihr denn? Der Chris erzieht die ganzen Triebers hier an. Ich weiß es doch nicht. Jetzt gut, dass ich nicht da bin. Jetzt ist hier alles kaputt, Mann. Naja, muss ich einen schönen Weg dann bauen, aber jetzt habe ich keine Lust. Ich wollte eigentlich nur ein Geländer hier hinbauen und hier sind 10.000 Viecher. Das gibt's doch nicht. Ja, du machst nur Scheiße. Gibt's ja wohl. Gibt's ja nicht. Gibt's ja wohl bei Roller. Achso, das ist ja Werbung, ne? Ja, ich wollte gerade sagen, aber ich hab... Was soll's? Ja, aber den Laden gibt's nicht in echt. Das war jetzt... War ausgedacht. Das war voll the fake. Ja, das... Genau. Den Schuppen gibt's nicht. So. Vielleicht gibt's den ja wirklich nicht mehr. Der ist bestimmt so wie Praktika und Max Bar. Ja. Irgendwas habe ich hier jetzt falsch gebaut. Alles schon bankrott. Karstadt tot. Was? Also Karstadt geht ja auch in den Bach runter langsam. Mhm, Bei uns gibt es noch einen. Müssen wir jetzt nicht denken, oder? Das stimmt, ja. Das ist wohl wahr. Aber fand die Schlicker immer so toll. Ich nicht. Ja, vor allen Dingen, da ist man immer reingekommen. Und ja, da war eigentlich nichts los. Unser Schlecker hat immer gestunken. I. Ja, ich weiß auch nicht warum. Das war. Voll Assi, ey. Keine Ahnung warum. War ein bisschen komisch. Also, ich habe mich schon jahrelang gefragt, wie der Laden überhaupt laufen kann. Ja, das war ein ganz komischer Laden. Ich mochte den nie. Und vor allen Dingen immer nur ein Mitarbeiter oder so, oder? Also zumindest kam es mir so vor. Ja, und auch der hatte null Ahnung. Und war meistens hinten im Hinterzimmer und ist dann total widerwillig nach vorne gekommen, wenn dann mal sich einer her verirrt hat. Ja, die haben bestimmt so ehemalige Praktika-Mitarbeiter genommen, weißt du, die sich dann verstecken, sobald die Kunde reinkommt. Ey, da hatte ich mal so eine Situation im Mediamarkt, war das, glaube ich, ja. Da habe ich eine Frage gehabt und habe einen gesehen. Und der hat mitgekriegt, dass ich zu ihm hin will. Und hat sich rumgedreht und ist irgendwie den Gang so lang gelaufen, ja. Mhm. Dann bin ich hinterher und ich habe richtig einen schnellen Schritt angeschlagen, ja. Komm ums Eck rum, sehe, wie er hinten ums andere Eck rum gerade geht. Fang das Rennen an, ja, ums Eck rum. Dann war er schon wieder ein wenig weiter und dann auf einmal war er spurlos verschwunden. Mitten in den Gängen halt, ja. Ey, ohne Scheiß, das erinnert mich wieder an Dieter Nuhr. Da hat er nämlich auch was zugesagt. Er meinte, Verkäufer sind wie Kakerlaken, wenn das Licht angeht. Genau, ja. Das ist geil. Das stimmt, ja. Und dann meinte er ja so, ja, und wenn man da mal eine Frage hat, dann sagt er immer, das ist nicht meine Abteilung. Genau. Dann müssen sie hier drüben zum Kollegen und der hat gerade schon eine Traube von 5 Leuten an sich dranhängen. Ja, aber das ist halt das Geile, warum ich den Dieter nur so oft höre und auch jedes Album von ihm habe. Der hat halt recht mit dem, was er sagt. Es gibt nicht einen Satz, wo er Scheiße behauptet. Zum Beispiel dieses Beispiel, wo er meint so, ja, im Sommer grillen die Deutschen ja so gerne viel Fleisch und viel Bier. Und da meint er so, ja, dann können die Leute die Ursache und den Zusammenhang nicht ganz in Einklang bringen. Wo sie dann immer sagen so, ja, da haben sich hier 5 Kilo Fleisch reingehauen und einen halben Kasten Bier und dem ist schlecht. Dann sagen sie, ja, ich vertrage die Hitze nicht. Oder wo er dann meinte so, ja, die rauchen dann 5 Schachteln am Tag und dann sagen sie, die haben Kopfschmerzen, hier muss irgendwo ein Handymast in der Nähe sein. Ah, das sind immer so geile Beispiele, die er hat, die passen aber auch immer. Ja, oder was ich auch immer wieder lustig finde im Urlaub, ich weiß jetzt nicht, ob das glaube ich bei allen so halt ist, wahrscheinlich nicht nur bei den Deutschen so, wenn Leute neu irgendwie zum Beispiel auf den Zeltplatz kommen oder sonst irgendwas, dann haben die innerhalb von einem Tag den fettesten Sonnenbrand, den es gibt. Oh Mann.
Hallo Andi. Guten Abend. Ey. Wer muss der Herr? Die Dame? Ey, mein Fisch ist weg. Dein Fisch ist weg? Ja, ich hab den gefangen, der ist runtergefallen. Ach so. Ich hab das jetzt im falschen Zusammenhang gesehen. Ja, Leute, der Andi ist da und wir sagen erstmal Tschüss und nächste Folge ist der Andi hoffentlich wieder mit dabei. Tschüss. Nee.